Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Okay, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5. Wir knüpfen direkt an der letzten Episode an. Wir sind hier im wunderschönen Downtown Los Santos und müssen den Doc treffen und auch mal den guten Lester haben. Aber mit Michael eine Mission übrig, oder zwei oder drei sogar, und mit Franklin. Und das Wetter heute fabelhaft. Es sieht wirklich traumhaft aus. Und ist es noch zu früh, um Tennis zu erwähnen? Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Daher brauche ich jemanden zum Spielen. Befürchte meine... Dass sie sich das traut, die Amanda, weißt du? Ich meine, sie hat Michael betrogen und will jetzt, denk nur an Tennis. Jesus, was ist los mit dieser Dame? So, wir brauchen ein Auto. Warte mal, da drüben steht ja eins. Ich liebe Los Santos, ne? Es ist wirklich so geil. Mir fällt das echt in letzter Zeit erst wieder auf, Leute, wie schön dieses Game eigentlich ist. Ich meine... Was geht, yo? Ich meine, guck mal, wie diese Atmosphäre einfach. Guck mal, geil. Okay, let's go. Wir holen uns mal das Auto und fahren dann mal zum guten Lessie, würde ich sagen, ne? Oh mein Gott. Hey. Hallo. Hallo, ich... Hallo? Ist das einer der Grocery? Was geht, Mann? Boah, ich würde auch gerne Mops haben. Ich finde Möpse so geil. Entschuldigung, das musste sein. Okay. So. Michael sieht sehr, 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 sehr niedergeschlagen aus. Ich glaube, wir sollten den Michael vor allem mal umziehen mit seinem schwitzigen Oberteil. Warte mal, ist hier irgendwo in der Nähe was? Weil, ich rieche das hier durch schon. Wir können mit dem... Guck mal, auch vor allem, wo der... Guck mal, der Psychologe seine Praxis hat. Ja, halt direkt am Wasser, ist ja kein Problem. Wer Geld in der Tasche hat, der kann sich halt leisten. Friseursalon. Ja, aber ich sehe... Guck mal, hier können wir eine Garage kaufen. Aber ich sehe keinen... Kein Klamottenladen, oder? Hm. Ah, egal. Wir werden gleich schon anfinden. Achso. Wo fahren wir denn hin? Könnten zum Lessie fahren. Komm, machen wir mal. Freaks, die machen wir später. Ich würde erstmal gerne wissen, was jetzt bei Lester so abgeht. Wenn wir GTA 5 irgendwann mal durch haben, können wir mal gucken, also da kommt ja sowieso Red Dead, das werden wir ja auch spielen, hier auf dem YouTube-Kanal als Let's Play. Auch Red Dead Re-Online, oh mein Gott, ich hab so Bock drauf. Aber wir können ja mal gucken, dass wir, gegebenenfalls dann auch GTA 4 die Story vielleicht an, oder habe ich die nicht schon durchgespielt? Ah, muss ich überlegen, aber GTA 4 am PC ist so hart verbuggt, ey. Naja. Konzentrieren wir uns erstmal auf das und Watch Dogs 2, was ja aktuell auch noch läuft. Na? Wer sich übrigens hier für Autos interessiert, ihr könnt ja gerne mal auf meinem Instagram... Oh Mann! Auf meinem Instagram-Kanal gucken, da lade ich immer ein paar Videos hoch von so Karren, die ich da ab und zu habe. Das sind immer unterschiedliche wegen Vlogs und so. Wenn ihr euch das dafür interessiert oder was es zu meinem privaten oder persönlichen Leben macht, gerne mal vorbeischauen. Der Kanal heißt Mafuyu LP, ist aber auch unter dem Video verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Oh, guck mal hier, ein Geldtransporter. Aber den lassen wir gerade mal in Ruhe. Weil wenn wir jetzt den Geldtransporter ausrauben, dann freut sich natürlich die Polizei. Und wir wollen uns ja eben noch hier auf die Story fokussieren, weil ich bin gerade... Wenn man die Tür vom Geldtransporter wegpustet, dann kann man das Geld hinten ausräumen, ne? Aha. Junge, wie fährt der denn, Mann? So, Gottes Willen. Schiebst du eine richtige Akropille?
Oh, der will Geld von mir haben. Na gut. Ich habe halt seine Veranda halt weggefegt, ne? Was ist das denn hier? Ist leicht verständlich, dass er sauer ist. Ach, der gute Lester. Hat der mich in GTA Online immer genervt. Wo ist er denn? Lassie, wir kommen! Schöne Bude hast du, Mann. Nicht. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Okay, rein da in die Bude. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Meine Güte, Alter, was für ein Trip ist Lester denn? Ich muss zum Suburban Laden in Wynwood, okay. Mama, darf ich zur Schule? Ich habe mir so einen Real-Life-Mod gezeigt, da konnte man zur Schule gehen in GTA 5. Oh, guck mal, Kuruma, aber ich nehme mal unseren Auto, unseren Wagen. So. Einer in den Ofen. Wir müssen uns umziehen. Um was zu tun. Wir werden es gleich in Erfahrung bringen. Wir werden es in Erfahrung bringen. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Suburban. Werde mich jetzt umziehen. Wie ein Nerd, hat er gesagt, soll ich aussehen. Okay. Ah, jetzt schalten wir bei Michael natürlich die Klamottenläden frei. Das habe ich ja noch gesagt, wann wir die bloß kriegen. Wichtig. Noch geschafft, boah. Hier los. Vorsicht. Vorsicht. Da dreht alle am Rad.
erstmal umziehen. Ich will immer wegen GTA-RP das Auto abschließen. So. Einer die gute Bude. Guten Tag, ich würde mich gerne umziehen. Ah, excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir die passende Kleidung. Oh Mann. Oh Mann. Sah aus wie jemand von der Müllabfuhr. Yep, that's as youthful as you're gonna get. Scheiße, Alter. Na gut. Dignity aside, I think that might just work. Ich will hier weg. Good luck at the interview. Ja. Bye now. Life Invader. Ah, das ist das Facebook hier in GTA, ne? Ich sehe gut aus. Wenn ich nicht angestellt werde, wer denn dann? Scheiße. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Der lässt das schon ein bisschen durchgehalten, ne? Aber nur ein bisschen. So, da sind wir. Ich hab gehört, hier ist der Parkplatz. Geht zum Hintereingang. Muss erst mal gucken. Ey, ich spiele ja eigentlich mal mit Tastatur und Maus. Ich muss mich immer an die Steuern gewöhnen. Beautiful. Very beautiful. Life Invader. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Er braucht einen normalen Stuhl, weil er nämlich Rückenprobleme hat. Alles klar. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. Scanning. Ay, 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 ay.
Might I tempt you with some organic chow or a fair trade java? And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. You should be with me. Verrate den Prototypen. Privacy ist durchgestrichen. Geil. Oh, nice. Wollen wir den Rucksack nicht mitnehmen? Michael, der Rucksack? Was zur Hölle? Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. Sit. Foot bang, dig fast. Ow! Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you wanna get a job here, okay? Follow me. Okay. Wir sind hier alle durchgeknallt, Leute. Sind hier alle durchgeknallt. Das wird eine sehr explosive Keynote. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing thief. Viel Spaß noch, Ma'am. Let me get the door for you. Dankeschön. Schau dir die Öffnungsrede in Michaels Haus an. Okay. Dann machen wir doch glatt. Jetzt darf ich einmal rumlaufen. Wow. Muss der alte Knacker sich hier noch bewegen. Hey, Michael. Hold on. Domed! I domed you! Lester. The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. So, aufgelegt. Oh, und dann holen wir uns mal die Karre. Ja, ab zum Haus. Diese Gash oder Dash, man. Wird hier gar nicht angezeigt. Das war bei GTA immer so früher, dass einem hier angezeigt, wie viel Geld man macht. Aber das ist ja gar nicht so, ne? Guck mal, es zeigt hier um die Ecke von uns. Schön. Fuck, was ist das denn für eine Karre? Ich kenne auch jeden Tag andere Autos, ne? Boah, stell dir vor, ihr hättet so ein Haus, ey. Junge. Ja, das ist richtig gemacht, der DeSanta. So, rein in die Bude. Das ist ein toller Vater. Das ist echt ein toller Vater. Oh ne. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! We have put 1 billion people's private data
in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Ah! Security! Oh, Jesus! Whoa! No! Whoa! What? Okay, wir haben gerade soeben einen Firmenboss, wahrscheinlich Mark Zuckerberg, ja, umgebracht. Wir haben ihn einfach umgebracht. Last. That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Ja Leute, was eine Episode. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder morgen bei der nächsten Folge von GTA 5. Checkt die Playlist ab, vielleicht ist die Folge schon da. Danke fürs Einschalten. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auf Twitter oder Instagram begrüßen kann. Also, ne, kommt vorbei, öffnet die Videobeschreibung und folgt mir gerne dort. Ja.